Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Final Fantasy X oder 10 oder whatever. Das letzte Mal haben wir hier angefangen, ein paar Cutscenes durchgeackert und es werden jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Cutscenes kommen. Das heißt, ja, zuerst noch ein bisschen Kampf und noch ein Cutscenes. Und ich habe Safe States überprüft und ich werde die nur außerhalb der... Also wenn ich sobald die Aufnahme fertig ist, erst aktivieren, weil es ziemlich lags und so verursacht für einen Moment und das will ich auch nicht antun. Andere Spiel kommt es die ganze Zeit. Er sagt, wir werden erwartet. Und es steht einfach, er ist hier. Naja. Auch und ich habe das Gefühl, ich habe herausgefunden, warum das mein Lieblings-Final Fantasy ist. Also unter anderem. Also mal sicher, weil ich es durchspielen konnte und das nicht so mühsam fand, vor allem in irgendeinem Ort oder so. Und für mich ist das grafisch am Limit, also viel besser muss die Grafik für mich nicht mehr sein. Das ist dann nur noch überflüssig, finde ich. Und... ja... spielerisch gefällt mir. Andere Final Fantasy sind ja so im Kampf aufgebaut, dass man sozusagen schnell seine Attacke auswählen kann. Hier kann man warten und sieht rechts oben schön, wer wann drankommt. Das wird später noch genauer erklärt. Werde ich auch genauer erklären. Und ja. Das ist eigentlich so ziemlich das Ganze. Wahrscheinlich auch unter anderem, weil es mein erstes Final Fantasy war. Eben weil ich beim Kollegen gesehen habe und es mich dann interessiert hat. Und ja, jetzt können wir einfach auf das. Es gibt immer wieder so Spezialteile, die man angreifen kann. Und ich werde. Jetzt hier kann man einfach voll drauf losschlagen. Das macht nicht groß was aus. Weil die sollten in der Theorie zumindest nicht uns töten können. Früher habe ich immer die angegriffen, die angefangen haben zu leuchten, aber das ist kein Problem. Und jetzt kommt wieder eine Katze hin, die ein bisschen länger ist. Wundervoll. Nachher werde ich noch kurz was erklären. Ich hoffe, ich erinnere mich noch daran, das habe ich im ersten Part, glaube ich, nicht. Mich nicht aussprechen können, weil ich da unterbrochen wurde von der Cutscene und so. Also ja, genießt dann die nächste Cutscene, das ist ein bisschen länger und ein bisschen WTF-mäßig, aber mal gucken, ihr könnt ja gucken. This is it. This is your story. It all begins here. Yup. Let's see. Hey! Noch ein Spoiler! Okay, Gott.
ja, hier kann man schwimmen so ein bisschen, aber nicht viel. Das rote Teil dort kommt nochmal vor. Ach ja, genau, Bauarbeiten vor der Haustüre sind auch immer gut. Was da vorne ist, also jetzt, was man jetzt noch sieht, ist Jack. Wenn man näher geht, verschwindet er und wird zu. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. Das war also jung war. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. So, von jetzt an sind wenigstens die Cutscenes für mich ein bisschen neuer. Nicht mehr so ganz so alt. Anybody there? Aaron! Hey! Wir können uns schon bewegen, obwohl wir gar nicht mehr sehen, wo wir sind. Jo. Also hier. Ja, was ich jetzt... Ich habe vorher noch gesagt, dass ich was sagen will. Jetzt habe ich mich erinnert. Also. Und zwar... Bei dem Spiel... Also ich habe früher gespielt... Hab schon angefangen zu sagen, ich habe es gespielt früher. Habe die Geschichte einigermaßen mitverfolgen können. Aber ich war noch sehr jung und deswegen nicht alles. Deswegen habe ich momentan noch einige offene Fragen, die ich hoffe werden geklärt. Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Is und Wug, Duck. Bla 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 bla. Macaroni, ja. Radiens. What do we have here? Nope. Can't read it. Das. Ja. Ich bin gar nicht sicher, ob man hierhin noch kommt, aber. Das. Man kann das Teilchen irgendwann verstehen. Man kann auch im Internet nachgucken, weil es ist immer die gleichen Art. Es ist eine irgendwie noch eine geniale Idee, wie das gelöst ist, aber eigentlich auch recht billig, finde ich. Aber ja, komm, muss ja nicht wirklich eine ganz neue Sprache erfinden. Ja eben, das ist Albeta. Dem könnte man jetzt, wenn ich einen anderen Speicherplatz habe, mit dem ich schon das komplette Alphabet übersetzt habe, könnte ich das rübernehmen, dann hätte ich jetzt das Teil dort lesen. Und das wird später dann noch eher interessant, also, ja, ich werde es jetzt nicht machen, hätte gerne gehabt, aber dafür hätte ich einen Spielstand bisher gehabt müssen, der schon alles hat und ich habe nie alle gefunden, wirklich nie. Ich werde einige Sachen wahrscheinlich übersehen. Und speichern werde ich so ziemlich an jedem Ort. Ich werde einfach den Save State am Anfang einer Aufnahme übernehmen. Damit ich nachher wieder zu dem zurückkommen kann, weil ja. Man kennt vielleicht das Problem, wenn man aufnimmt, dass man eben halt aufnimmt. Irgendwas ist in der Aufnahme falsch. Und man muss alles wieder neu machen, wenn man es nachher gespeichert hat. Ja. High Potion, das ist einfach ein Item, das eigentlich jetzt noch OP ist, also viel zu stark. Aber später dann normal, aber ja, ich schon weiß, dass es hier was gibt, dann hole ich es mir auch. Ach, bald kann man endlich Level up werden und so. Ich finde, das Spiel beginnt erst ab einem bestimmten Punkt. Ich sage dann, wann ich finde, dass das Spiel so richtig beginnt, weil momentan ist es mehr oder weniger noch ein Intro.
man ist irgendwie nicht so frei. Später ist man dann, ja gut, ganz frei noch nicht, aber ein bisschen freier als jetzt. Na, werde ich ja noch sehen. Und was ich an dem Spiel auch noch sehr interessant finde, ist, dass sie unter Wasser so kämpfen können. War dein Docker? Tisch. Daneben. Ah, Noob. Ich denke, dass du all bald besiegt. Und dann. Naja. Ihr werdet sehen. Sieht doch nett aus. Da ist jemand zu groß gewesen. Und ja, der Typ da ist. Ach, ich hasse den. Naja, ich kann momentan nicht filmen machen. Warum bin ich? Seit wann ist man hinter ihm? Er hat 247 Schaden gemacht, das heißt, man kann ihn eigentlich nochmal angreifen. Man sollte jetzt auf 1 HP runterfallen. Aber wie ihr seht, 124 Schaden plötzlich. Ja, du noch macht jedes Mal halb so viel Schaden, wie wir Leben haben. Ich verstehe immer noch nicht, warum er verkehrt herum ist. Ich kann daran nicht erinnern, dass der verkehrt herum war, aber. Gemacht. Ganz, ganz wütend. Ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll, dass er einatmen kann, weil der Bauch ja sozusagen wie leer ist. Aber weil I don't care. Boah, wie es einfach von Savepoint zu Savepoint immer so circa 15 Minuten dauert. Tisch. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Jo, und da kann man wieder ein bisschen laufen. Es kommt wieder eine Weile kein Gegner. Oh, da vorne gibt es jetzt gleich. Das habe ich früher so extrem erschreckt. Verschreckt. Ach ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Das sah nicht so aus, als ob er dagegen gestoßen hätte und es bewegte sich so lange weg. Naja. Dort hinter ist ein Safe-Punkt. Speichern.
Jo. Und das wäre es für diesen Part. Hab so ziemlich genau 15 Minuten. Bisschen mehr. Also sag ich, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.